und rufe Tagesordnungspunkt 3 und 4 auf. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Gesetz zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts in Hessen. Mit der zweiten Lesung Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen. Berichterstattung übernimmt der Kollege Bauer in beiden Fällen. Lieber Herr Kollege, ich darf Ihnen das Wort erteilen zur Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zum Gesetz der Fraktion der SPD zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts in Hessen. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung und den Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE vortragen zu einem Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen. Die Beschlussempfehlung lautet, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich habe der Vollständigkeit halber auch noch eine dritte Beschlussempfehlung. Alles andere, okay. Dann ist es damit beendet. Danke schön. Ja, herzlichen Dank für die Berichterstattung, Herr Kollege Bauer. Erste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Lisa Gnadl. Wir haben eine Redezeit vereinbart von 7,5 Minuten. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor etwas mehr als 6 Monaten hat meine Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht zur Einführung eines inklusiven Wahlrechts. Dass wir jetzt ein halbes Jahr später kurz davor sind, diese ungerechtfertigten und grundgesetzwidrigen pauschalen Wahlrechtsausschlüsse von vollbetreuten Menschen abzuschaffen, ist ein gutes Ergebnis. Es ist vor allen Dingen ein Erfolg für diejenigen, die von diesen pauschalen Wahlrechtsausschlüssen betroffen sind. Und es ist ein Erfolg derer, wie z.B. die Lebenshilfe, die schon seit vielen Jahren für ein solches inklusives Wahlrecht kämpfen und sich eingesetzt haben. Und deswegen ein herzliches Dank an all diejenigen, die sich dafür in den letzten Jahren stark gemacht haben. Leider bleibt auch ein schaler Beigeschmack, denn wir hätten das Ganze schon früher haben können, auch hier in Hessen. Wir hatten das Thema schon in der letzten Legislaturperiode durch den Gesetzentwurf der LINKEN auf der Tagesordnung. Der Bund hat diesen Schritt schon vollzogen, und andere Bundesländer, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben auch schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehandelt. Erinnern möchte ich daran, dass die Bundesrepublik der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beigetreten ist, die seit 2009, also bereits seit 10 Jahren geltendes Recht auch in Deutschland und damit auch in Hessen darstellt. Darin hat sich Deutschland verpflichtet, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dem müssen wir beim Wahlrecht auch hier in Hessen endlich Rechnung tragen. Meine Damen und Herren der Koalition, Sie sind erst aufgewacht und tätig geworden, nachdem der Bund einen Gesetzentwurf in der Beratung hatte und das Bundesverfassungsgericht geurteilt hatte. Somit gilt, wie so oft hier in Hessen unter dieser schwarz-grünen Koalition, lieber spät als nie. In der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs habe ich deutlich gemacht, wie ungerechtfertigt die bisher bestehenden Wahlrechtsausschlüsse sind, von denen Vollbetreute bzw. Betreute in allen Angelegenheiten, wie es vollständig heißt, bisher betroffen sind. Es ist eine anachronistische Regelung, die noch aus den Zeiten des Vormundschaftsrechts stammt, die aber bei der Reform hin zu einem modernen Betreuungsrecht und dessen Menschenbild leider nicht mit angepasst
bzw. abgeschafft wurde. Und dabei muss bei näher Betrachtung eigentlich jedem klar werden, wie inkonsistent und damit auch gleichheitswidrig die bisherige Regelung in der Praxis war oder eben wie hier in Hessen auf hessischer Landesebene auch noch ist. So verloren etwa die ihr Wahlrecht, die beispielsweise auch auf eigenen Wunsch hin eine Vollbetreuung in Anspruch genommen haben, weil sie Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags in allen Angelegenheiten brauchen. Das sind aber auch teilweise Menschen, die klar ihren Willen artikulieren und auch rational Wahlentscheidungen treffen können und die eben dazu in der Lage wären. Aber genau diesen Menschen wurde, weil sie eben in allen Angelegenheiten voll betreut werden, bisher aus formalen Gründen genau dieses Wahlrecht verwehrt. Und auf der anderen Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir Menschen, etwa beispielsweise Demenzkranke, und deren Zahl wächst ja leider auch immer mehr an, die ihre Fähigkeiten zu rationalen Entscheidungen möglicherweise nicht immer noch diese Fähigkeiten eingebüßt haben, die aber keinem Wahlrechtsausschluss unterlagen, weil sie beispielsweise in ihrer Familie versorgt und betreut werden und die keine Vollbetreuung im juristischen Sinne bekamen. Und auf diese Ungleichbehandlung mit ihren paradoxen Folgen wurde auch immer wieder von denen hingewiesen, die besonders nah dran sind. Das sind eben die Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer, die sich tagtäglich um die Menschen kümmern. Und zu dieser Ungleichbehandlung über die genannten Personengruppen hinweg war auch eine starke regionale Ungleichbehandlung zu beobachten. Waren es in Hamburg oder Bremen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als 10 Personen von Wahlrechtsausschlüssen betroffen, so waren es in Hessen rund 100 Personen, in NRW 164 Personen und in Bayern sogar 204. Die Wahrscheinlichkeit, also vom Wahlrecht ausgeschlossen zu werden, war also sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das darf so nicht bleiben. Letztlich verstößt der bisherige automatische Wahlrechtsausschluss, der mit der Vollbetreuung einhergeht, gegen den Grundsatz der allgemeinen Wahl und das Diskriminierungsverbot aufgrund einer Behinderung, das sich in Artikel 3 des Grundgesetzes findet. Und dies waren ja auch die maßgeblichen Beweggründe, warum das Bundesverfassungsgericht diese pauschalen Ausschlüsse als grundgesetzwidrig eingestuft hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die parlamentarische Anhörung zu den vorliegenden Gesetzentwürfen hat gezeigt, dass es doch eine sehr breite Zustimmung bei den Anzuhörenden gab, das parteiübergreifend geteilte Anliegen in eine Gesetzesänderung zu gießen und diese grundgesetzwidrigen Wahlrechtsausschlüsse aus dem hessischen Landesrecht zu tilgen. Allerdings muss eben auch an dieser Stelle daran erinnert werden, dass das Vorhaben der schwarz-grünen Koalition, hierzu auch sachfremde Sachverhalte im eigenen Gesetzentwurf zu regeln, auch auf kritische Stimmen gestoßen ist. Aber auf die Bewertung des schwarz-grünen Gesetzentwurfs wird ja dann in der anschließenden Debatte auch noch eingegangen. Auch wenn absehbar ist, dass Sie unserem Gesetzentwurf gleich ablehnen werden, so ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch heute ein guter Tag für alle Betroffenen, die von den ungerechtfertigten Ausschlüssen betroffen waren. Wenn diese Wahlrechtsausschlüsse jetzt aufgehoben werden hier in Hessen, ob durch den einen oder den anderen Gesetzentwurf, dann ist es ein Erfolg. Weil Frau Kollegin, die Redezeit ist um. Zum Schluss, weil damit wieder der fundamentale Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung gewahrt werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Dr. Wilken.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es ist ein guter Tag für die Demokratie, wenn wir einen Zustand herstellen, in dem Menschen, die bisher in unserem Land nicht wählen durften, zukünftig an demokratischen Wahlen teilnehmen dürfen. Nicht, dass Sie sich da jetzt täuschen. Die Regierungsfraktionen werden die beiden Gesetze, die wir bei diesem Tagesordnungspunkt gerade lesen, ablehnen. Obwohl, meine Vorrednerin hat schon darauf hingewiesen, dass unser Gesetzentwurf bereits in der letzten Legislaturperiode es uns allen ermöglicht hätte, den Menschen mit Behinderungen, die in Vollbetreuung stehen, bereits die Teilnahme an der letzten Landtagswahl oder die Teilnahme an der Europawahl hätten ermöglichen können. Das haben Sie verweigert. Warum haben Sie das verweigert? Weil Sie darauf geschielt haben, wie ein höchstes Gericht urteilen mag in der Frage. Und, meine Damen und Herren, Volksvertreterinnen und Volksvertreter, ich frage Sie noch einmal, wer ist der Gesetzgeber in diesem Land? Nicht unsere höchsten Gerichte, sondern wir sind Gesetzgeber in dieser Versammlung, und wir hätten das Problem früher lösen können. Zweite Bemerkung. Ja, es ist gut, dass beim nächsten Tagesordnungspunkt wir dieses Problem lösen werden. Warum Sie nicht in der Lage sind, einem Gesetzentwurf, der aus der Fraktion kommt, entweder von der SPD oder von uns, das wird mir ewig ein Geheimnis bleiben. Inhaltlich wollen Sie ja das Gleiche. Zweite Bemerkung dazu. Was an kruden Argumenten im Raum war in den letzten Monaten, warum man vollbetreuten Menschen kein Wahlrecht geben kann, muss hier doch noch einmal zumindest in Erinnerung gerufen werden und ausgeräumt werden. Die Idee, nur weil jemand vollbetreut ist, mit diesem Wahlrecht dann Wahlbetrug begehen zu wollen, war von vornherein immer eine vollkommen abstruse Idee. Zu Zeiten, wo wir schon lange nicht mehr in einer Wahlkabine voll inhaltlich die Unbeeinflussbarkeit der Wahl kontrollieren, zu unterstellen, dass Betreuer, die professionelle Menschen sind, ein Unrecht begehen, bloß weil sie einen Menschen betreuen und der zur Wahl gehen kann, das hat mir noch nie eingeläutet und ist von den Betroffenen auch immer mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen worden. Dritte Bemerkung. Ja, es ist gut, dass wir heute für einen weiteren Personenkreis, der vom Wahlrecht bisher ausgeschlossen war, das Wahlrecht geben werden. Aber ich darf Ihnen versprechen, wir werden weitere Personenkreise, die in diesem Land leben, die in diesem Land Steuern zahlen, die in diesem Land Gesetzen und allen Verpflichtungen unterworfen sind, auch weiterhin Sie damit drangsalieren, dass auch diese Menschen hier volles Wahlrecht bekommen, nämlich alle Menschen, die hier dauerhaft leben, egal welche Staatsangehörigkeit sie haben. Das wird dann das nächste Thema sein. Und wenn es dann wieder ein bis zwei Legislaturperioden braucht, bis Sie dem denn auch folgen können, mit Ihnen rede ich an der Stelle überhaupt nicht, dann sei es drum. Aber da werden wir auch noch hinkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wilke. Nächster Redner ist der Kollege Pürsün für die Fraktion Freie Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Wahlrecht steht allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes zu. Es gehört zu den Grundrechten der Demokratie. Ein pauschaler Ausschluss vollbetreuter Menschen von diesem Grundrecht, ohne die Individualität des Einzelnen zu beachten, ist nicht mehr vertretbar. Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention geriet die bisherige Praxis in Deutschland, vollbetreute Bürgerinnen und Bürger pauschal vom Wahlrecht auszuschließen, in die Kritik. Deshalb hat die Fraktion der Freien Demokraten im Juli 2018, ein halbes Jahr vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, im Bundestag bereits einen Gesetzentwurf eingebracht,
der genau das enthielt, was sechs Monate später aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervorging. Nämlich die Aufhebung der pauschalen Wahlrechtsausschlüsse sowohl im Bundeswahlgesetz als auch im Europawahlgesetz. Meine Vorredner von der SPD und von der LINKEN sind gar nicht zu der Situation auf Bundesebene eingegangen, aber das werde ich gerne dann hier noch einmal nachholen. Unser Gesetzentwurf damals im Bund wurde von CDU und SPD abgelehnt. CDU und SPD spielten auf die Zeit nach der anstehenden Europawahl im Mai diesen Jahres. Das gehört leider auch zur Realität dazu. Damit haben wir uns aber nicht zufrieden gegeben, sondern gemeinsam mit LINKEN und GRÜNEN beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung beantragt. Das Bundesverfassungsgericht hat am 15. April dieses Jahres unserem Antrag stattgegeben. Von daher gab es bei der Europawahl schon dank der Aktivitäten der Freien Demokraten die Möglichkeit, auch dieses Wahlrecht zu nutzen. Die Freien Demokraten sind immer und überall die Verfechter der demokratischen Grundrechte und dabei natürlich auch erfolgreich. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen eine Auflage hinsichtlich der zulässigen Assistenzleistung nicht zwingend festgelegt. Im aktuellen Bundesgesetz bleibt an den Regelungen zur Wahlrechtsassistenz vieles unklar. Auch die strafrechtlichen Folgen bei Beeinflussung sind von unklaren Rechtsbegriffen durchsetzt. Dies führt zu großer Verunsicherung bei den Betreuern und den Angehörigen. Deshalb plädieren wir Freie Demokraten dafür, das Bundesgesetz in diesem Punkt noch einmal unmissverständlich zu überarbeiten. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! In Hessen haben wir uns in den letzten Monaten mit drei Gesetzentwürfen zum inklusiven Wahlrecht beschäftigt und eine Anhörung dazu durchgeführt. Diese Anhörung hat uns gezeigt, dass es darauf ankommt, die Umsetzung des Wahlrechts detailliert und präzise zu regeln. So individuell wie die Beeinträchtigungen der Betroffenen sind, so individuell müssen auch die technischen Hilfsmittel sein. Denn es kann und darf nicht sein, dass es hier zu einer Stellvertreterwahl kommen kann und der selbstbestimmte Wille des vollbetreuten Menschen letztlich nicht korrekt umgesetzt wird. Wir wollen kein mehrfaches Stimmrecht für Betreuer. Deshalb ist es unabdingbar, dass das künftige Gesetz Missbrauch verhindert und auch die Grenzen einer Wahlassistenz bestimmt. Eine ersatzlose Aufhebung der bisherigen Wahlrechtsausschlüsse reicht daher keinesfalls aus. Deshalb können wir den Gesetzentwürfen der SPD und der LINKEN nicht zustimmen. Beim nächsten Tagesordnungspunkt wird mein Kollege Stefan Müller sich zum Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und GRÜNEN äußern. Es ist unser Ziel, die pauschalen Wahlrechtsausschlüsse zu überwinden, und dem werden wir heute gerecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Silvia Brünnel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der vergangenen Woche fand in den Räumlichkeiten des Hessischen Landtags wie in den vergangenen Jahren zuvor auch der 9. Hessische Tag der Menschen mit Behinderungen statt. 10 Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-BRK wurde auch in Hessen Bilanz gezogen. Aber eins wurde an diesem Tag ganz deutlich. Wir befinden uns auf einem Weg. Wir sind in einem Prozess. Und für diesen Prozess, den wir erreichen wollen, in einer inklusiven Gesellschaft schlussendlich anzukommen und zu leben, brauchen wir die Menschen, denen täglich Barrieren aufgezeigt werden. Wir brauchen Menschen mit Behinderung, die sich an diesen Prozessen beteiligen und einbringen. Und genau deswegen war es wichtig, die umfangreichen schriftlichen und mündlichen Anhörungen zum Thema des inklusiven Wahlrechts auch hier anzuhören. An dieser Stelle bereits ein Dankeschön an alle Vereine, Verbände und Beiräte, die ihre Stellungnahmen zu den Gesetzentwürfen abgegeben haben und sich auch an der Anhörung beteiligt haben.
Vor ein paar Monaten war ich zusammen mit einem Kollegen von der CDU in meinem Wahlkreis unterwegs und war zu einem Dialogabend eingeladen bei Menschen mit Behinderung. Und wer sich immer noch nicht ganz sicher ist, ob Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung dazu in der Lage sind, zur politischen Willensbildung oder in der Lage sind, sich über gesellschaftspolitisch relevante Themen Gedanken zu machen, den nehme ich gerne das nächste Mal mit auf so eine Veranstaltung. Denn da wurde sichtbar, ja, es ist sehr wohl möglich, mit diesen Menschen über alle Themen, die uns interessieren und gesellschaftlich relevant sind, zu diskutieren und debattieren. Eins wurde ganz klar gefordert. Wir als Parteien sind auch dazu angehalten, die entsprechenden Materialien so bereitzustellen, dass sie auch lesbar sind. Das heißt, unsere Materialien müssen in leichter Sprache zur Verfügung stehen. Und auch wir müssen bereit sein, sie zu beteiligen und mit in den Prozess einzubinden. Und das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Prinzipiell bleibt festzuhalten, dass grundlegend Einigkeit herrscht, eigentlich schon direkt nach der ersten Lesung zwischen der Fraktion der SPD, der LINKEN und der FDP, nämlich dahingehend, wo wir enden, wo wir hinkommen wollen, und zwar dahin, dass das Wahlrechtsausschluss abgeschafft werden muss, und zwar der Wahlrechtsausschuss von Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden. Und nun sind wir in der Situation, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil Klarheit geschaffen hat und den Wahlrechtsausschluss für Vollbetreute für verfassungswidrig erklärt hat. Demzufolge hat dann auch der Bundestag im März seinen Beschluss auf den Weg gebracht und die Wahlrechtsausschlüsse aufgehoben und die bisherige Praxis als verfassungswidrig erklärt und deswegen auch das geändert in der neuen Gesetzgebung. Der Artikel 29 der UN-BRK verpflichtet die Nationen dazu, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können. Artikel 29 konkretisiert zudem die möglichen Hilfen zur Ausübung des aktiven Wahlrechts. Und genau deswegen ist es folgerichtig, den Menschen mit Behinderung eine Assistenz an die Seite zu stellen, damit sie frei und selbstständig wählen können. Und hier kommen wir genau zu dem Punkt, der auch bei den Anhörungen immer wieder kritisiert wurde. In den Gesetzesentwürfen der LINKEN und der SPD fehlen genau hierzu die entsprechenden Regelungen, die wir in dem Gesetzesentwurf, der jetzt in der zweiten Lesung vorgestellt wird, des Landtagswahlgesetzes, noch einmal verdeutlicht werden sollen. Zu den Vorwürfen der SPD und der LINKEN, die Hessen hätten schon längst Wahlrechtsausschüsse abschaffen können, sage ich nur, dass es meines Erachtens gelohnt hat, auf die Bundesgesetzgebung zu warten. Denn nun ist der Gesetzentwurf, der vorliegt, deutlich umfassender und präziser geworden. Das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Das Wahlrecht ist einer der elementarsten Rechte in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ein Mensch, der unter Vollbetreuung steht, hat durchaus einen eigenen Willen, kann an der politischen Willensbildung teilnehmen und muss schlussendlich dem auch Ausdruck verleihen können. Konsequenterweise muss der Wahlrechtsausschluss nicht nur bei Landtagswahlen, sondern auch bei Kommunalwahlen, bei Wahlen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, für Landrätinnen und Landräte und natürlich auch bei Volksabstimmungen möglich sein. Wichtigstes Kriterium, warum wir aber heute die Anträge der LINKEN und der SPD ablehnen, sind die fehlenden Regelungen, ich habe es eben gerade schon erwähnt, im Bereich der Assistenz. Genau das war nämlich auch eine der häufig geäußerten Kritiken der Anzuhörenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Artikel 29 der UN-BRK befasst sich explizit mit den zulässigen Hilfeleistungen und den Rahmenbedingungen, die es den Menschen ermöglicht, am politischen Prozess teilzuhaben. Und deswegen gehört es auch in einen Gesetzentwurf. Wichtig ist, dass sich die Wahlberechtigte der Hilfe einer anderen Person bedienen können. Wichtig ist aber auch sicherzustellen, dass der Wahlberechtigte oder die Wahlberechtigte die Wahlentscheidung selbst getroffen hat und keine missbräuchliche Einflussnahme erfolgt. Deswegen hat natürlich die Wahlassistenz seine Grenzen, und die sind auch ganz klar regelbar. Auch wenn wir jetzt dem vorliegenden Gesetzentwurf der SPD und der LINKEN nicht zustimmen, da unser Gesetzentwurf einfach, ich sage es jetzt mal, besser ist und alles präziser regelt, was wir in den Blick nehmen müssen,
bitten wir um breite Zustimmung des Parlaments. Denn am Ende des Tages werden wir hoffentlich ein gemeinsames Ziel erreichen, die Abschaffung des Wahlrechtsausschlusses für Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Christian Heinz. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Alle Fraktionen dieses Hauses, die bisher hierzu gesprochen haben, wollen den pauschalen Wahlrechtsausschluss für vollbetreute Menschen streichen. Wir haben dann im Innenausschuss und auch schon in der ersten Runde hier im Plenum lediglich darüber gestritten, wie das am besten geschieht. Das heißt, wenn man sich über ein Ziel einig ist, das ist ja schon mal grundsätzlich positiv. Das heißt, der Landtag verfolgt das gleiche Ziel, und er wird auch breit getragen, das beim nächsten Punkt mutmaßlich heute so beschließen. Es gibt noch einige Details, über die wir noch verschiedene Auffassungen haben und die auch heute sicherlich nicht ausgeräumt werden, sondern die bleiben. Nein, Herr Dr. Wilken und auch Kollegin Gnadl, wir sehen es anders. Es war richtig, wie es Frau Brünnel eben gesagt hat, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten. Wenn man ein laufendes Verfahren hat vor dem Bundesverfassungsgericht, was eben dann letztinstanzlich deutsches Verfassungsrecht, Fragen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl auszulegen hat, wenn dieses Verfahren schon läuft, ich glaube, dann sollte man sich diese paar Monate auch noch nehmen und schauen, was dabei herauskommt, und nicht im Hoppla-Hopp oder im Schweinsgalopp ein Gesetz verabschieden, auch als Landtag, und dann gleich wieder korrigieren müssen, wenn dort andere Fingerzeige noch, die uns eben auch als Landesgesetzgeber binden, dann noch hinzukommen. Es war vollkommen richtig, das abzuwarten. Wir haben diese Klarstellung und diese Präzisierung jetzt bekommen aus Karlsruhe. Und es ist auch genauso richtig, zweiter Aspekt, dass wir unsere hessischen Wahlvorschriften mit den Bundeswahlvorschriften dort in diesem Punkt weitgehend harmonisieren, weil man den einen Ausschluss von dem anderen nicht trennen kann. Das muss bei Bundeswahlen, Europawahlen, bei Landtagswahlen, auch bei Kommunalwahlen aus unserer Sicht gleich geregelt werden, aus Gründen auch der Klarheit und Verfassungsklarheit. Und wir haben noch einen weiteren Punkt. Dazu kommt es dann beim Punkt 5, der als nächstes Jahr aufgerufen wird. Wir sollten auch in einem Gesetz präzisieren, wie wir das vorschlagen, wie es mit der Einschränkung der Hilfe eben aussieht. Und ganz, ganz wichtig, und das ist betrifft das Stichwort Integrität von Wahlen. Es geht nicht nur um die Teilnahme von möglichst vielen Personen an Wahlen. Es geht auch um die Integrität der Wahl. Der eigene Wille eben muss zum Ausdruck kommen können bei Wahlen. Darauf kommt es ganz entscheidend an, nicht der Wille der Hilfsperson oder des Betreuers. Daher ist es auch folgerichtig, dass der Deutsche Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates auch die Strafvorschriften entsprechend angepasst hat und verschärft hat, dass die Vorschriften zur Wahlfälschung eben dort an dieser Stelle auch präzisiert worden sind. Denn es darf keinesfalls am Ende so sein, dass dann nicht die vollbetreute Person ihre Stimme abgibt, sondern der Berufsbetreuer. Das wäre schädlich, und es kommt auf jede Stimme an. Mit einem Schmunzeln schaue ich jetzt zu den Kollegen der Fraktion der Freien Demokraten. Sie wissen noch genauer oder noch besser als die anderen im Haus derzeit, dass es wirklich auf jede Stimme ankommt, manchmal auf ganz, ganz wenige Abstimmende. Und es darf keinesfalls so sein, dass am Ende einer beispielsweise Landtagswahl dann jemand die Frage aufwirft, ob 10 oder 20 Stimmberechtigte überhaupt hätten teilnehmen können. Das kann über Wohl und Wehe auch eine Regierungsbildung, aber auch der Mitgliedschaft einer Fraktion sogar in einem Parlament entscheiden, vorbehaltlich des Endergebnisses, wie wir jetzt auch gesehen haben. Am Ende gilt, wir sind uns beim Ziel einig. Im Detail wird es dann manchmal etwas schwieriger. Harmonisierung mit bundesrechtlichen Vorschriften ist sinnvoll, ebenso die Präzisierung, wo eben die Einschränkungen der Hilfsmöglichkeiten liegen. Wir können uns da guten Gewissens auf das Gros der Anzuhörenden berufen. Frau Brünnel hat es eben herausgearbeitet. Das haben Sie dezent unter den Tisch fallen lassen, Kolleginnen von SPD und LINKEN. Weit überwiegend haben die Anzuhörenden gesagt, es ist richtig, so heranzugehen, wie das die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN machen, und soll das präzise regeln. Alle waren sich einig, man muss es im Kern so regeln, dass die vollbetreuten Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme an der Wahl haben, mit den aufgezeigten Grenzen, die eben auch sind. Und es gilt ganz am Schluss, alle Staatsgewalt soll vom Volke ausgehen. Und das auch noch zur Vollständigkeit, das Volk, das ist nur
Das ist nur unbestritten. Das deutsche Volk ist das, und nicht irgendein Volk, sondern das deutsche Staatsvolk. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht vielfach festgestellt, auch wenn einige daran immer rütteln wollen. Wir treffen heute dann beim Punkt 5, glaube ich, eine zukunftsweisende Regelung, was einer Gruppe an Menschen die Teilnahme an Wahlen künftig ermöglicht, die es bisher nicht hatten. Wenn man das regelt, dann soll man es vernünftig und, glaube ich, präzise und genau regeln. Deswegen, wenn wir diese beiden Gesetzentwürfe ablehnen, das heißt aber nicht, dass wir nicht das gleiche Ziel verfolgen. Das werden wir dann beim nächsten Tagesordnungspunkt hier hinterlegen, dann hoffentlich mit breiter Zustimmung des Hauses. Es ist ein guter Tag dann für vollbetreute Menschen, die können sich darauf freuen, dass sie an den nächsten Wahlen dann in Hessen auch teilnehmen werden können. Und noch einmal, ja, das gemeinsame Ziel sollte, glaube ich, nicht zuschütten, dass wir bei Nuancen und der Frage, wie man das eben umsetzt, unterschiedlicher Meinung sind. Aber der großen Linie sind wir uns bei diesem Punkt einig. Vielen Dank, Kollege Heinz. Für die Fraktion der AfD spricht der Kollege Walter Wissenbach. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die hier in Rede stehenden Gesetzentwürfe von SPD und LINKE und der der CDU waren Gegenstand ausführlicher Erörterungen im Innenausschuss am 12. September. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar 2019 über die Verfassungswidrigkeit des pauschalen Wahlrechtsausschlusses für Betreute und wegen Schuldunfähigkeit Untergebrachte hat dazu geführt, dass die Vorschriften in 13 Nummer 2 und 3 Bundeswahlgesetz nichtig waren und sind. Der pauschale Wahlrechtsausschluss ist im Bundesrecht bereits abgeschafft. Dasselbe gilt von Verfassungs wegen auch für alle sinn- oder wortgleichen Regelungen in Wahlgesetzen der Länder, auch denen in Hessen. Die Streichung dieser Vorschriften, wie sie von SPD und LINKEN vorgeschlagen wird, ist ein rein deklaratorischer Akt. Man kann sich dafür feiern lassen, indem man den Anschein erweckt, man tue etwas für die Rechte der Behinderten. So nennt man das Ganze eben auch nicht einfach zwangsläufige redaktionelle Umsetzung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit willkürlicher Wahlrechtsausschlüsse in den Landesgesetzen. Das würde ja nicht so schön nach vermeintlichem eigenen Kampf und Sieg für die Rechte von Behinderten klingen, wie die Überschrift inklusives Wahlrecht, sondern eben nur so einfach bürokratisch, wie es eben ist. Wir haben schon im Mai darauf hingewiesen, dass es uns zu wenig ist, einfach die Wahlrechtsausschlüsse zu streichen, ohne das Rechtsgut der Integrität der Wahlen anderweitig zu schützen, als durch die einfache bundesgesetzliche Verschärfung von Strafvorschriften für Wahlverfälschungen durch Betreuer und Angehörige von Menschen, die zur Ausübung ihres Wahlrechts fremder Hilfe bedürfen. Betreutes Wählen ist gefährlich. Das Bundesverfassungsgericht hat eben gerade nicht entschieden, dass auch Vollbetreute ausnahmslos wählen können sollen. Es hat durchaus erkannt, dass ein Wahlrechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn bei jemandem davon auszugehen ist, dass er nicht in der Lage ist, hinreichend am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen teilzunehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber die Betreuerbestellung nach 1896 BGB als ungeeignetes Kriterium zur Unterscheidung der Wahlfähigen von den Nichtwahlfähigen bezeichnet. Weil es eben durchaus eine große Zahl von Nichtwahlfähigen gibt, für die ein Betreuer eben gerade nicht bestellt worden ist, weil das nicht erforderlich war, weil Angehörige oder Bevollmächtigte deren Angelegenheiten besorgen, so wie dies auch in § 1896 Absatz 2 erlaubt ist. Zur Freiheit der Wahl gehört eben auch das Recht, nicht zu wählen. Und genau dieses Recht wahrzunehmen dürfte wohl dem Entschluss der meisten Menschen entsprechen, die aufgrund von Demenzkrankheiten nicht oder nicht mehr vollständig am täglichen Leben teilnehmen können. Ich wage mir nicht
Ich wage mir nicht auszudenken, wie oft es vorkommt, dass wohlmeinende Angehörige daheim oder in Altenpflegeheimen Briefwahlunterlagen beantragen und danach im Sinne ihres Schützlings wählen. Die Vertreterin des Hessischen Städte- und Gemeindebundes hat die Dinge in der öffentlichen Anhörung im Innenausschuss am 12. September sehr gut dargestellt. Das Protokoll ist öffentlich einsehbar. Ich zitiere gleich aus Seite 7 und 8 zwei Absätze, wenn Sie erlauben. Es steht auf der Website des Hessischen Landtages. Zitat: In dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wird an mehreren Stellen ausgeführt, dass ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann. Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, dass diese Vorschriften erstmal nicht zu beanstanden sind. Das Problem, das das Bundesverfassungsgericht sieht, ist, dass im Rahmen der Betreuerbestellung vor dem Familiengericht keine Überprüfung der Wahlrechtsfähigkeit stattfindet. Es wird geprüft, ob jemand die Vermögenssorge selbst vornehmen kann, ob jemand die Aufenthaltsbestimmung noch selbst regeln kann. Es wird aber eben nicht die Frage der Wahlrechtsmündigkeit geprüft. Da hätten wir, der Städte- und Gemeindetag, halten wir unseren Ansatz für besser, im Rahmen der Betreuerbestellung nicht nur die Fähigkeit zur Vermögenssorge zu prüfen, sondern auch, ob dieser Mensch noch selbstbestimmt eine Wahlentscheidung treffen kann. Meiner Meinung nach, Zitat geht weiter, wäre es im Rahmen der Begutachtung kein Problem, auch dies festzustellen. Deshalb haben wir in unserer Stellungnahme appelliert, zunächst einmal auf Bundesebene diese zivilrechtliche Vorschrift, die Betreuungsvorschrift, anzugehen und dort dieses Prüfungsrecht auch vorzusehen. Denn wir sehen es schon als eine nicht mehr nachvollziehbare Angelegenheit an, dass jemand seine Vermögenssorge nicht mehr selbst steuern kann, sein Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht mehr selbst ausüben kann, wohl aber wählen kann. Ich komme gleich zum Ende des Zitats. Zitat weiter. Wir, der Städte- und Gemeindebund, kennen die Problematik aus unserer Beratungspraxis beim Städte- und Gemeindebund. Wir haben nach jeder Wahl, ob es Wahlen auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene sind, Beschwerden, Einsprüche von Menschen, die sagen, im Altenheim, im Pflegeheim wäre beeinflusst worden. Oft kommt es dann nicht zum Klageverfahren, weil die Menschen das letztlich doch nicht per Klage durchziehen möchten. Aber diese Beschwerden kommen immer wieder. Wir alle kennen sie. Wenn Betreuer jetzt auch noch das Wahlrecht für Vollbetreute ausüben dürfen, befürchten wir, dass die Zahl solcher Fälle noch steigen wird und dadurch die Wahlen vielleicht auch ein Stück weit gefährdet sein können. Wir empfehlen also, über diese zivilrechtliche Schiene vorzugehen und hier zu versuchen, im Rahmen der Betreuerbestellung die Wahlrechtsmündigkeit mit zu prüfen. Ende des Zitats. Im Rahmen der Briefwahlproblematik sollte darüber nachgedacht werden, die Beantragung von Briefwahlunterlagen zu erschweren, etwa durch persönliche Abholung oder Übergabe an den Betreuten. Solange dies und die Prüfung der Wahlrechtsmündigkeit im Betreuungsfeststellungsverfahren nicht sichergestellt ist, lehnt die AfD-Fraktion diese Entwürfe ab. Das Gleiche gilt für den der CDU. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Wissenbach. Für die Landesregierung spricht der Minister des Innern und für Sport, Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am heutigen Tag werden drei verschiedene Gesetzentwürfe zum Thema Wahlrecht behandelt, die alle zum Ziel haben, die Wahlrechtsausschlüsse für vollbetreute Menschen aufzuheben. Sie wissen, dass wir über die Wahlrechtsausschlüsse schon mehrfach diskutiert haben, im Jahr 2017 auf den Antrag von den LINKEN. Und damals haben wir in den Erörterungen hier gesagt, wir müssen abwarten, welche Maßstäbe das Bundesverfassungsgericht setzen wird, um am Ende eine korrekte Darstellung im Gesetz hinzubekommen. Das Verfassungsgericht hat nunmehr am Anfang dieses Jahres, also im Januar 2000, Ende Januar 2019, die Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig erklärt. Damit hat es insbesondere seine eigene Rechtsprechung abgeändert, da es diesen Wahlrechtsausschluss in seiner Entscheidung im Oktober 1973 noch als traditionelle Begrenzung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl als zulässig angesehen hat. In der Folge seiner Entscheidung, das ist hier schon deutlich geworden, hat es für die Wahlteilnahme bei der Europawahl auch ein entsprechendes Urteil am 15. April 2019 noch einmal gegeben. Obwohl diese Entscheidung nur das Europa- und das Bundestagswahlrecht betreffen, ist allerdings davon auszugehen, dass auch die hessischen Wahlrechtsausschlüsse für vollbetreute Personen verfassungsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen sein dürften.
Das Bundesverfassungsgericht hat in der Begründung seiner Entscheidung klargestellt, dass ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht verfassungsrechtlich dann gerechtfertigt sein kann, wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen nicht in hinreichendem Maße besteht. Das ist mithin der Maßstab. Auch die Annahme des Gesetzgebers, dass es sich bei der Bestellung eines Betreuers in allen Angelegenheiten typischerweise um Fälle handelt, bei denen den Betroffenen die zur Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess erforderliche Einsichtsfähigkeit fehlt, ist nach Auffassung des Gerichts zumindest nicht fernliegend. Kritisiert, meine Damen und Herren, wurde lediglich, dass die Anknüpfung des Wahlrechtsausschlusses an eine Betreuerbestellung eben nicht geeignet ist, in jedem Fall eine Wahlteilnahme von Personen auszuschließen, die nicht in hinreichendem Umfang am demokratischen Kommunikationsprozess teilnehmen können. Wenn das Bundesverfassungsgericht von seiner bisherigen Rechtsprechung abweicht und dem Gesetzgeber einen Regelungsauftrag erteilt, sollte und muss der Gesetzgeber genau hinschauen und unter Beachtung eben genau dieser Rechtsprechung, ich habe das eben erwähnt, prüfen, wie er einen Lebenssachverhalt zukünftig regeln will. Daher war es nach unserer Einschätzung richtig, dass wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zunächst einmal abgewartet haben. Aus Sicht der Landesregierung ist eine einfache Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse auch nicht ausreichend, da durch die Aufhebung auch Gefahren für die Integrität von Wahlen entstehen können, zumindest entstehen können. Dies belegt die bislang umfangreichste Studie zur Thematik, die im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums im Jahr 2016 erschienen ist. In der Studie wird darauf hingewiesen, dass durch eine ersatzlose Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse und der damit verbundenen Möglichkeit einer Wahlhandlung durch entscheidungsunfähige Wähler die Gefahr besteht, zumindest eben diese Gefahr besteht, dass sich eine Wahl als Akt kommunikativer Teilnahme und demokratischer Selbstbestimmung in das Gegenteil, nämlich in eine Fremdbestimmung, wandeln könne. Wir müssen davon ausgehen, dass zumindest bei einem Teil der bisher von einem Wahlrechtsausschluss betroffenen Personen nicht in hinreichendem Maße die Möglichkeit eben zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen besteht. Dies eröffnet leider auch die Möglichkeit, dass deren Wahlrecht z.B. im Wege der Briefwahlen missbräuchlich durch andere Personen ausgeübt wird. Diese Gefahr besteht, und man kann ihr, wie im Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE versucht, auch nicht dadurch begegnen, dass sie pauschal in Abrede gestellt wird. Aus Sicht der Landesregierung ist im Hinblick auf die Höchstpersönlichkeit des Wahlrechts eine gesetzliche Klarstellung notwendig, in welchen Fällen eine Assistenz bei der Stimmabgabe erlaubt ist und welche Grenzen dabei zu beachten sind. Der sogleich zu erörternde Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen wird gerade im Hinblick auf die Assistenzregelung den Anforderungen eben gerade gerecht. Es wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umsetzen und gleichzeitig die erforderlichen gesetzlichen Klarstellungen für eine Assistenz für die Stimmabgabe schaffen. Klare Regeln hierzu, das hat auch die Anhörung der Interessenverbände gezeigt, sind als Gegengewicht zur Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse zwingend erforderlich. Insofern greifen hier die Gesetzentwürfe von SPD und LINKEN zu kurz, wenn sie nur die Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse im Blick haben, ohne diese mit den allgemeinen Wahlgrundsätzen in Einklang zu bringen. Es sind nämlich darüber hinaus klare Vorgaben zur Gestaltung einer Assistenz bei der Ausübung des Wahlrechts unbedingt notwendig. Zum anderen lassen die beiden Gesetzentwürfe darüber hinausgehende notwendige Novellierungen im Hinblick auf den Gleichklang mit den bundesrechtlichen Regelungen zum Wahlrecht vermissen. Denn nicht selten werden Wahltermine gebündelt. Nicht selten finden Bundestagswahlen, Europawahlen eben gerade auch mit Landtagswahlen oder mit kommunalen Wahlen zusammen statt. Um hier das Fehlerrisiko bei der Durchführung dieser Wahlen gerade im Bereich der Wahlorganisation zu minimieren, ist es durchaus wünschenswert, einen Gleichklang zwischen bundesrechtlichen und landesrechtlichen Wahlvorschriften zu erzielen. Da der Bundesgesetzgeber im Bereich des Wahlrechts in jüngster Vergangenheit einige Änderungen vorgenommen hat, ist auch in den hessischen Wahlgesetzen die Aufnahme dieser Änderungen wünschenswert. Allerdings lassen sowohl der Gesetzentwurf von SPD als auch der von den LINKEN diesen Aspekt zunächst unberücksichtigt. Insgesamt betrachtet muss man daher feststellen, dass die beiden Gesetzentwürfe hinter dem notwendigen Novellierungsbedarf zurückbleiben
und daher abzulehnen sind. Das Kernanliegen der beiden Gesetzentwürfe wird allerdings beim nächsten Tagesordnungspunkt im Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN berücksichtigt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und wir kommen zur Abstimmung über die beiden Gesetzentwürfe. Ich lasse zuerst abstimmen über den Gesetzentwurf in Fassung der Beschlussempfehlung. Das ist der Gesetzentwurf der. Wollen wir über den Gesetzentwurf? Alles klar. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf abstimmen. Alles klar. Ich lasse zuerst abstimmen über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 20-1376 zu 20-518. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, die Fraktion der Freien Demokraten, die Fraktion der CDU, die Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist keine Enthaltung. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ich komme zur Abstimmung über den Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE 20-1377 zu 20-622. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die restlichen Fraktionen des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.